Polenta-Grotte. Hallo zusammen, heute gehen wir zusammen ins Tessin und kochen zusammen einen Polenta-Gratin. Das ist kein Originalrezept, ich zeige Ihnen so, wie ich Ihnen am liebsten habe. Wir nehmen zuerst für die Füllung vom Gratin 300 Gramm Hackfleisch, dann 70 Gramm Speckwürfel, 2 gehackte Zwiebeln, 2 Teelöffel Oregano, 25 Gramm Butter, 1,5 Dezi Bouillon, Salz und Pfeffer. Wir erhitzen in einer Bratpfanne den Butter und dünsten unsere Zwiebeln drinnen glasig. Dann geben wir das Hackfleisch dazu und braten das etwa 4 bis 5 Minuten mit. Dann geben wir die Speckwürfel dazu und braten die auch noch für 2 Minuten mit. Dann reduzieren wir die Hitze auf mittlere Stufe, geben Bouillon dazu, den Oregano und würzen das Ganze mit Salz und Pfeffer. Und dann lassen wir es für 15 Minuten leicht böcherle, zwischendurch etwa einmal umrühren. Dann machen wir unsere Polenta. Für das geben wir 5 Dezi Milch und 5 Dezi Wasser in die Pfanne. Dann brauchen wir 200 Gramm Maisgrieß. Ich nehme hier feine Maisgrieß, weil ich gerade das Päckchen feine Maisgrieß offen habe. Ich kann es aber auch mit grobem Maisgrieß machen. Finde ich sogar noch etwas besser. Die Kochzeiten variieren einfach ein bisschen. Das sage ich euch nachher. Dann nehmen wir noch 1,5 Teelöffel Salz. Dann kochen wir unser Milchwassergemisch auf, reduzieren die Hitze auf mittlere Stufe, geben Salz und den Maisgrieß dazu. Und jetzt kommt es eben ein bisschen darauf an, wenn man feinen Maisgrieß hat, so wie ich, dann wir sie so unter ständigem Rühren für 4 bis 5 Minuten köcheln. Wenn man grob hat, dauert es etwa 15 Minuten. Wer möchte, kann sich jetzt noch mal ein bisschen mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dann heizen wir den Ofen auf 220 Grad Ober-Unterhitze vor, nehmen eine Gratinform oder eine feuerfeste Schale und geben die Hälfte von der Polenta rein. Dann müssen wir ein bisschen ausstreichen. Dann tun wir ein bisschen Käse drauf. Da kann man verschiedenes nehmen. Guten Tessiner Käse oder Parmesan, Grana Padano. Ich persönlich finde, mit Raclette wird alles besser. Der Vernünftige nimmt jetzt etwa 75 Gramm. Ich nehme, gehöre nicht zu den Vernünftigen. Ich lege jetzt hier etwa 5 bis 6 Scheiben Raclette Käse drauf, bis alles schön bedeckt ist. Ein bisschen auseinanderreissen, dass wirklich überall Käse ist. Dann bedecken wir den Käse mit unserer Hackfleischmischung und geben den Rest der Polenta oben drauf und streichen ihn auch wieder schön aus. Dann haben wir wieder zu Vernunft oder Unvernunft. Entweder wieder 75 Gramm Käse drüber oder das Ganze wieder schön mit Raclette-Käse abdecken. Und dann schieben wir unseren Polenta-Gratin für ca. 20 Minuten in die Mitte vom Ofen. Und fertig ist unser Polenta-Gratin. Ich wünsche Ihnen einen guten zusammen.